Hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute arbeiten wir mal einen Tag lang als McDonald's-Arbeiter. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ihr seht es, Freunde, heute werden wir mal unseren eigenen McDonald's zusammenbauen und die ganzen Dropper laufen hier schon fleißig durch und oh, es werden hier leckere, ich glaube Cheeseburger oder Big Macs hier produziert. Auf jeden Fall super leckere Burger, muss ich sagen. Oh, warte mal, ich muss davon ein essen und komm schon. Yum. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir holen natürlich als erstes unser Cash ab und jetzt haben wir schon 9000 Euro insgesamt und jetzt schauen wir mal, was wir alles mit diesem Geld kaufen können. Und Freunde, bevor wir das machen, schaut mal, was für eine coole Waffe ich habe. Ich habe so eine Waffe, die schießt solche Burger. Frisst meine Burger. Also frisst wirklich meine Burger, Freunde. Die schmecken echt gut. Okay, und wir haben noch, genau, nicht zu vergessen, Feuerwerke. Ha, das sieht auch wunderschön aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, Freunde, wir kaufen uns als allererstes das McDonald's-Logo, damit natürlich jeder Bescheid weiß. Ah, hier ist der McDonald's von Sentex. Hier würde ich mal gerne essen gehen. Okay. Aber Freunde, noch ist noch nicht so viel zu sehen von McDonald's. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Wir haben schon mal den Boden gekauft und jetzt kommen hier schon ein paar Stühle hin. Hier kann man sich schon mal so ein bisschen hinsetzen und ein bisschen essen. Ja, noch gibt es nicht so viel zu essen, außer Burger. Aber ich hoffe mal, das wird sich im Laufe des Videos ändern. Okay, dann natürlich hier weitere Stühle, Tische. Weil unser McDonald's wird natürlich sehr, sehr krass viel besucht. Es werden tausende Leute reinstürmen, Freunde. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen zu der Eröffnung von meinem McDonald's. So ganz, ganz viele Tische, Stühle. Das ist natürlich super, super wichtig. Aber wann kommen wir denn jetzt mal langsam zu den neuen Essenssachen? Weil im McDonald's gibt es doch auch Pommes und nicht nur Burger. So noch mehr. Eieiei. Wie viel ist das? Schaut euch das mal an. Das wird ja ein XXL McDonald's, Freund. Oh ja, was? Noch mehr. Okay, okay, okay. Wie viel kommt denn noch und was? Noch ein Tisch mit Stühlen. Ich glaub's nicht. Und aha, da sind wir doch schon mal angekommen. Was haben wir hier? Wir haben hier Senf, Ketchup und Salz und Pfeffer natürlich. Genau, ich wollte schon sagen. Und Strohhalme. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zur Kasse. Okay, und jetzt kommen wir auch, wow, zum Essen. Und hier können wir uns das hier online bestellen. Also man steht hier vor der Tafel und dann klickt man einfach das, was man will. Gibt es das bei eurem McDonald's auch, Freunde? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch sowas Hightech-mäßiges habt. Okay, dann gibt es hier noch, oh, eine Kasse für 1800 Euro hat die gekostet. Eieiei, und wir sind jetzt schon pleite, Freunde. Aber ihr seht es, unser McDonald's wird wirklich immer und immer größer, Freunde. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Okay, 3400 Euro haben wir nochmal. Und mal schauen, was wir uns damit alles kaufen können. Wir haben hier noch eine Kasse und wir haben hier noch eine Kasse und jetzt sind wir schon wieder pleite. Was ist denn bitte hier los? Oh Mann, da müssen wir noch, glaube ich, noch ein paar Burger produzieren. Mehr Burger! Attacke! Burger-Attacke! Dum, 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 dum. Oh, guckt euch das mal an, wie viele Burger jetzt einfach produziert werden. Wir haben jetzt wieder etwas Geld und damit können wir uns wieder hier ein paar Sachen an der Kasse kaufen. Natürlich hier, oh, McDonald's-Becher, yeah, die sehen gut aus, okay. Dann haben wir hier noch, aha, genau, so eine Fritteuse. Und hier können wir endlich leckere Pommes herstellen. Und jetzt haben wir nicht nur Burger, sondern auch so, oh, leckere Pommes, ey. Ich habe jetzt einfach so, so viel Lust und, oh, schaut euch das mal an, wie lecker das Ganze einfach aussieht, Freunde. Ich könnte am liebsten auch jetzt was essen, aber Freunde, oh, wie lecker. Aber das Essen ist nicht für mich, sondern für die Besucher. Okay, ich glaube, hiermit sind wir soweit fertig. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Aber, Freund, das ist natürlich ein bisschen offen hier. Und dafür müssen wir uns gleich für 1800 Euro hier natürlich ein paar McDonald's-Wände kaufen. So, das Geld haben wir abgeholt. Und jetzt können wir uns hier rote Wände kaufen. Wow, das sieht doch schon mal ein bisschen mehr aus wie ein McDonald's. Okay, was haben wir hier? Noch mehr Wände für 2500 Euro. Das ist echt ultra, ultra teuer, muss ich sagen. Wir haben jetzt wieder fleißig viele Burger produziert.
produziert und jetzt haben wir wieder 14.000 Euro und damit werden wir jetzt unseren McDonald's, ja, zu Ende bauen. Okay, dann kaufen wir uns, wow, Wände. Okay, jetzt sieht das doch schon mal viel, viel mehr aus wie McDonald's, aber hier fehlt doch noch eine Wand oder, vielleicht kommen hier die Fenster rein. Das könnte natürlich auch sein und jawohl, genau, Fenster haben wir schon mal hier vorne. Wir müssen uns die Fenster natürlich immer einzeln kaufen. Dann haben wir natürlich hier noch so ein schönes Dach. Jawohl. Oh Mann, Freunde. Ich freue mich so sehr, endlich meinen McDonald's zu Ende zu bauen. Und hier können wir uns noch Lichter kaufen. Dazu kommen wir aber gleich. Wir kaufen uns erstmal hier außen alles. Aha, jetzt haben wir hier noch so Stelzen. Können wir irgendwie nach oben? Nö. Okay, das geht leider nicht. Und wow, was wird denn hier gebaut? Hier ist eine weitere Fabrik. Okay, Freunde, okay. Das hier ist unsere Konkurrenz. Und da wird noch ein Fastfood-Restaurant gebaut. Das kann nicht wahr sein, Freunde. Aber ich wette, jeder wird zu meinem McDonald's kommen. Oder, Freunde? Du würdest doch bestimmt auch zu meinem McDonald's kommen. Das will ich ja hoffen. Okay, dann haben wir hier noch so ein... Wow, das ist ja ein riesengroßes Fenster, muss ich sagen. Okay, was ist das hier? Okay, wir haben uns irgendwas gekauft, aber ich weiß nicht... Aha, was? Okay, ich weiß doch schon was. Das hier oben haben wir uns gekauft. Und dann haben wir hier noch ein Fenster, Freunde. Für 1200 Euro. Ey, das sind ja richtig viele Fenster. Und wir haben hier noch ein viertes Fenster. Schaut euch das mal an. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Dann holen wir doch hier ein bisschen Geld ab. Und wir haben 8000 Euro. Und ich glaube, Freunde, wir sind eigentlich so gut wie schon fast fertig mit unserem McDonald's. Jetzt fehlen hier noch ein paar Lichter. Und noch mehr Lichter. Und noch mehr Lichter. Okay, und hey, die Lichter sehen echt richtig stylisch aus. Und ich glaube, Freunde, dann sind wir wirklich mit unserem McDonald's fertig. Ich schaue noch mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Schaut euch das mal an, Freunde. Wir sind mit unserem McDonald's fertig. Aber so einfach kommen hier keine Besucher. Wir haben natürlich hier noch Konkurrenz. Und die müssen wir mit unserem Burger auslöschen. Aber davor würde ich sagen, feiern wir erstmal eine Runde auf meinen McDonald's. Und Feuerwerk. Das ist sowas von cool. Yeah. Aber jetzt würde ich sagen, Freunde, Attacke. Du gehst hier weg, ey. Du baust hier keine Fabrik direkt neben meinem McDonald's. Das ist hier mein McDonald's. So, zack, zack, Freunde. Und den sollten wir doch, hey, besiegen. Und der rennt einfach weg. Ah, der will zu der Kiste gehen. Ich verstehe schon, Freunde. Aber, ha, nicht mit mir. Gar kein Problem. Und Moment mal. Was ist denn mit dem los? Ey, tschüss. Der steht hier einfach drauf und let's go. Ab geht's. Und hier wird ein KFC gebaut. Aha, Freunde. Schreibt doch mal jetzt gerne unten in die Kommentare. Welches Fastfood-Restaurant möchtest du als nächstes sehen? Vielleicht ein KFC oder ein Burger King? Das würde mich mal super doll interessieren. Und lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn du hiervon mehr sehen willst. Hey, du da, frisst meine Cheeseburger. Und wow, er wehrt sich. Ich glaube, er will sich wehren. Aber ha, nie im Leben mit mir. So, und yes. Und was wird hier hergestellt? Aha, hier haben wir so einen Subway. Und hier wird ein Burger King gebaut, Freunde. Dann brechen wir mal hier ganz vorsichtig ein. Und Attacke von hinten. Der hat ja absolut gar keine Chance. Der weiß gar nicht, von wo der abgeschossen wird. Warte mal, was ist denn mit dem los? Er bricht jetzt auch in die Burger King Fabrik ein. Jetzt gibt es ja hier eine richtige Fast Food Action. Oh Mann, aber ich habe gar kein Leben mehr, Freunde. Das wird, glaube ich, nicht. Nein, jetzt greifen mich alle an. Das ist unfair, Freunde. Beruhigt euch, mit Essen spielt man nicht. Ey, was soll das, ey? Oh Mann. Und nein. Das wird auf jeden Fall Rache geben. Wir arbeiten nämlich natürlich als McDonald's-Mitarbeiter. Und wir müssen dafür sorgen, dass die anderen ausgelöscht werden. Denn nur mein McDonald's schmeckt lecker. Eure Restaurants schmecken ganz und gar nicht lecker. So, komm schon. Oh, noch ein bisschen Leben. Nein. Das wird ultra knapp. Ich habe fast gar kein Leben mehr, Freunde. Rückzug. Wir verstecken uns einfach. Hier, ich bin ein Baguette. Okay, nee, wir verstecken uns lieber hier hinten. Ich glaube, hier sollte mir nicht auffallen. Und ein Schuss und verstecken. Der fragt jetzt bestimmt, hä? Von wo kam der Schuss? Okay, warte. Macht's nochmal. Und schießen. Attacke. Bam, 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 bam. Und was? Wir holen ihn damit sogar, Freunde. Und komm schon, der hat nicht mehr viel Leben. Und der checkt ja gar nichts. Kurze Essenspause. Ich kann es nicht mehr abwarten. Oh, miam, miam. Oh, lecker Pommes. Und was ist das hier? Das sind Chicken McNuggets. Miam, miam, miam. Oh, das schmeckt echt ultra lecker hier einfach. Und was ist da drin? Oh.
Und was ist hier drin? Ah, Sprite. Lecker, lecker, lecker. Und natürlich noch hier Burger. Wir haben noch ein bisschen Ketchup hier. Können wir auch noch ein bisschen drauf machen. Also es läuft echt... Oh, oh, sehr, sehr gut. Und warte mal, da bricht jemand in meine McDonald's ein. Hey, du da, weg von meinem McDonald's. Ja, ja, ja. Ich habe dich genau gesehen. Aber ich würde sagen, Freunde, das sollte es erstmal gewesen sein. Wir sind hier komplett fertig geworden, unseren eigenen McDonald's zu bauen. Und ich finde, das hat mit dir echt super viel Spaß gemacht. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.